Ik mag wel een klein videoblog, vrienden. Ik neem even een beetje met op. I need to buy a glove for my girlfriend, bro. Pookie tsuki, ne? Lavaletta dimmen. Also ich habe schon von dem ein oder anderen veganen Essen hier in Tulum die ein oder andere längere Scheißerei an der Stelle auch gehabt. Was sieht lecker aus, Mann. I start making my stuff for traveling around the world since I was 16 years old. Like blood, you know, blood in, blood out style. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und ich... 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch im Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Carmelo ist on deck, bro, what's up? You good, bro? Bro, you're famous now in Germany, bro. The people know you, bro. But they don't found you on Instagram. What's your Instagram name again, bro? Carmelo. Carmelo? Carmelo Villegas. But can you spell it, bro? Yeah. Can you spell it? Like, the last name? Se lo puedo ver? Sí. In Spanish, bro. Do it in Spanish. C-A-R-M-E-L-O. Okay. Carmelo. Carmelo. Villegas. Do this with his love. Thank you. Tick. Was ist, eh? Paro ist am Start, Digga. Erste Mal Haare schneiden hier in Mexiko. Und wie läuft? Bruder, ich merke schon, wir sind sehr gelassen, ne? Wir lassen uns richtig Zeit. Hier, nimm mal. Erzähl mal den Leuten. Also Leute, ich muss sagen, auf jeden Fall, die lassen sich hier mega Zeit. Ja, die machen schön langsam in Deutschland. Rucki zucki, ne? Schnell der Nächste, aber Bro. Hier sehr sanft. Deswegen habe ich doch Reggae so krass gefeiert damals. Ja. Oder wo ich zum ersten Mal mir diese Latino-Treatment gegeben habe, Bruder, da habe ich gedacht, okay, das ist der real shit. Ja. Ja. Grüße gehen raus, Reggae, du weißt Bescheid. Und auf dann Mahari auch, Bruder. Ja. Mahari, Reggae und Carmelo. The best barbers in the world. And this one. What's your name, brother? George. George. Jorge. El Giorgio. Auf jeden Fall, Leute, die lassen sich richtig Zeit, muss ich schon zugeben. Relax dein. Sehr nice. Beste Barber hier in Tulum, checkt auf jeden Fall ab. Wie heißt der Laden hier, Bruder? Fair Barbershop. Fair Barbershop. Check out. Ich mache heute einen kleinen Videoblog, Freunde. Ich nehme einfach ein bisschen mit auf. Baro ist da, ich habe mir gedacht, wir filmen einfach ein bisschen. Was willst du machen heute, Bruder? Oder irgendwo schön gemütlich. Gemütlich? Beach Vibes. Egal wo, Bruder. Go with the flow. Beach Vibes? Fühl ich. Alles klar. Bis später. Show me the glove, bro. I need to buy a glove for my girlfriend, bro. How, like this? Yeah. Like this? And then... Crazy, bro. Ich gehe jetzt Baro das geilste Restaurant zeigen hier in Tulum. Beste Vibe, beste Energie, beste Menschen habe ich da gesehen. Wo fahren wir jetzt hin? Welche Viertel? La Valletta. La Valletta, den man. Vendetta, Vejo. Also auf jeden Fall hier sind krasse Jungle Vibes. Guck mal, das ist von Hitler zu Ende. Hitler war so lange nicht wieder der Erste. Ich hab erstmal meinen Fuß dagegen gestoßen. Echt jetzt? Fuck. Okay, sieht schon nice aus hier. Ich schmeiß ihn in, ne? Was geht ab, Alter? Kurz in den Spiegel, Haare wieder fresh machen, Bruder. Im Spiegel, oder? Vom Roller, Bruder. Stark, Junge. Ab jeder Fehler, Digga.
Barefooted in, man. Bruder, hier. Da musst du eigentlich direkt mal ein Foto machen, ne? Stell dich mal da hin, ne? Achso, wie hier now, krass. Sieht geil aus. Warte, ich kann sogar Bild machen, wenn ich aufnehme. Stark. Hier ist Holistika, Bro. Da warst du mit Messe hier? Ja, genau. Schon mit allen Leuten hier. Sieht null aus wie ein Ding, ne? Ich bring jeden hier hin. Das ist. Das ist ein Restaurant, du gehst erstmal so ein Ding. Nee, es ist auch eigentlich ein Hotel, Bruder. Okay. Das ist ein Hotel. Du hast auch hier Kurse, Yoga, Meditation, Klangschalen und so. Da hinten ist auch so ein geil. Ich kann dir ein bisschen hier zeigen. Ich wollte gerade sagen, du musst dich erstmal dein. Chill, chill. Ey, hallo. Lauf doch langsam. Du musst dich erstmal dran gewöhnen. Meine Füße waren auch erst am Anfang so. Mittlerweile ist es egal. Ich kann sogar auf große Steine laufen. Geil, ne? Das kennst du doch diese Typen, die so auf Stacheln laufen, Dicker? Ja, oder Feuer. Indien oder so? Ja, ja, ja. Ja, der ist das, Bro. La Vetta. YouTube videos. Okay. And now I'm gonna put you on the vlog because you speak German. Say something for my German community. Hallo, German community. Wie geht es euch? So how long you study German? How long you study German? Also, seit Kindergarten. Seit Kindergarten? Yeah. Crazy, yeah. Her German is better than mine. Ein bisschen, yeah. Where are you from in Mexico? Guadalajara, also, right? Guadalajara. Don't be shy. Ich habe eben gerade schon zu Bardo gesagt, für mich ist es hier mit Abstand das beste Restaurant in Tulum, weil, also auch aus mehreren Gesichtspunkten, einmal der Preis, Bardo hat eben selber gesagt, ne, 180 Pesos für eine Pizza. Das ist nichts. Das ist hinterhergeschmissen, Bro, und die Qualität ist echt richtig nice. Also ich habe schon von dem ein oder anderen veganen Essen hier in Tulum die ein oder andere längere Scheißerei an der Stelle auch gehabt. Und hier habe ich das nie, deswegen an alle Leute, die geil vegan essen wollen in Tulum, kommt vorbei, Holistika. Und ich zeig jetzt Bardo noch ein bisschen die Gegend hier. Das ist Killer hier, das Hotel, ne? Oh, krass, guck mal, das ist noch ein Hotel, ne? Da hinten. Ja, ja. Wow. Sehr schön. Sieht schon krass aus hier. Ich spring doch einfach mal rein auf spontan, Digga. Geht das? Natürlich. Schimpfen wir nicht. Bruder, Paradies! Can you do it again? No. Please. No, no. Okay, sing it again. Otherwise, it doesn't have sense. Okay. Let's back. Ready? She's doing it for the vlog. You're the best. Thank you so much. Gracias. Oh shit. Oh shit. Was it lecker aus, man? Hot dog auf vegan styles. Look at that, man. Look at that, man. Pro. Oh, no. Pro. Yeah. Du legst dich in, oder was, oder? Endlich am Meer, Bruder. Erste Mal, eh? Erste Mal. Ich küsse dein Herz, Bruder. Geil. Was verkauft denn der Bruder da hinten, Alter? Aktuell, Freunde, ist das Meer brutal voll mit Algen. Zieht mal rein. Aber nicht so geil. Aber nichtsdestotrotz, Sonne ist da. Sand ist da. Das Wasser ist trotzdem da. Baro ist da. Baro ist da. Hoodie ist da. Wie schon wieder schlaft. You don't know vlog? You don't know vlogs? You never heard vlog? No. It's a video blog. I don't know. You don't know? Sorry. It's for YouTube. Okay. This beautiful woman sold us these beautiful things here. Thank you very much, yeah? Thank you very much. What's your name? Yeah, we use it as a friendship. Friendship. Where are you from again? From Argentina, right? Yeah, but you live I'm in Brazil. Brazil. Oh, shit. Where do you live in Brazil? Arraial da Silva. Arraial da Silva. Uh-huh. Bahia. Okay. In Bahia. El Hayat? El Hayat. I went to you. Say it. No,
Al-Hayat Yashuda, best place. Then you come to visit me. I have a question. You have a friend living in another paradise. Yeah. Because yeah. I live in another paradise. I love it. So tell me, like, for how long you do this? But tell me first, why do you do this? Why do you sell this? I start making my stuff for traveling around the world. Uh huh. So and I've been doing this for all my life since I was 16 years old. Crazy. And I'm 45. So. Yes, you're 45? No. So young. You look like 20. Come on. No, for real. You look like younger than him. Older than you. I'm going because they are gonna leave me. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Peace. He's cute. No. Yes, Freunde, das war's. Ist ein Puncherspender, oder? Was sagst du? Ist ein Puncherspender. Yeah. It's not a picture, it's a video. I'm gonna do the outro now. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. What's your name again? Conny. With Conny and Bardo. Du weißt ja, wie das läuft. Schaltet wieder ein, wenn es das Video liegt. Dabei ist alles. We see you in Brazil. Sag einfach irgendwas. So, einfach wie schädig, ja? Peace. Tell me, was geht ab? Erzähl. Okay. Hier, guck mal, wir haben uns gerade eben ein Freundschaftsband gekauft. Ja, es ist wie, like blood, you know? Blood in, blood out style. Verbindung, Yin und Yang. Du weißt schon, wie das läuft, Bro. 6-8, in. Ja. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club.